Musik und Politik sind zwei Bausteine, die Alba Revolte bilden. Gerade diese Kombination aus Politik und Musik hat uns eigentlich auch zu dem Namen geführt. Dass man mit Positivität und Energie versuchen kann, was zu bewirken. Und das haben wir in den Namen auch verpackt. Auf dem letzten Album hatten wir so einen kleinen Rockausflug. Jetzt wollten wir wieder mehr zurück zu unseren Wurzeln, mehr Richtung Dancehall, mehr klubbigeren Sound. Es war auch wichtig, mit den zwei ersten Songs Jetzt ist Schluss und Ruhe vor dem Sturm als Video im Gesamtpaket rauszukommen. Unser erstes Lebenszeichen fürs neue Album. Ich war es uns wichtig, diesmal uns selbst auf das Album zu packen, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Und deswegen heißt das Album Alba Revolte, weil es uns als Band und das, was wir jetzt seit 14 Jahren machen, widerspiegelt. Nächste Single heißt Jetzt. Jetzt beinhaltet einfach den Moment, jetzt aktiv zu sein, den Schritt zu gehen, sich selbst frei zu machen von alltäglichen Zwängen oder gesellschaftlichen Zwängen. Rotes Licht an die Regierung. Wir sind gerade hier am Oranienplatz. Einmal in Erinnerung an das Protestcamp, was hier war bis vor einem Jahr und parallel, weil jetzt momentan gerade ein neues Gesetz wieder verabschiedet werden soll. Und dagegen stellen wir uns gegen dieses Gesetz und wir sind für das Bleiberecht aller Leute und dafür sind wir natürlich heute hier und machen Mucke laut.